Hallo Leute, heute wollte ich an dem Projekt Schoko mit Wario teilnehmen, an diesem Neujahrswunschprojekt. Und zwar sollten wir da beantworten, was wir uns für nächstes Jahr vornehmen und was wir den anderen YouTubern wünschen. Also ich nehme mir für nächstes Jahr vor, mir auf jeden Fall eine neue Kamera zu besorgen. Ganz einfach, damit ich bessere Qualität liefern kann, damit es mehr Spaß macht, mich zu schauen und damit ich mehr Spaß habe am Videodrehen. Und ja, im privaten Bereich nehme ich mir vor, dass ich meine Wohnung endlich mal so einrichte, wie ich es mir wünsche, damit die Wohnung irgendwas Wohnliches hier kriegt und damit es nicht mehr so aussieht, als würde ich gerade einziehen oder als würde ich gerade wieder ausziehen, sondern dass die Wohnung einfach mal aussieht. Ja, als würde hier jemand leben und als wäre es ja auch mal gemütlich. Ja, deshalb nehme ich mir vor, meine Wohnung einfach mal so einzurichten, wie ich sie mir wünsche. Und für die anderen YouTuber, den anderen YouTubern wünsche ich, dass die noch lange Spaß haben am Video drehen. Und für die YouTuber, die keine Videos drehen, denen wünsche ich natürlich viel Spaß beim Video gucken weiterhin. Vor allem wünsche ich aber den YouTubern, die jetzt, sage ich mal, nicht ganz unserer Norm entsprechen oder die etwas andere Videos drehen, die nicht so alltäglich sind, dass es da jetzt einfach auf YouTube auch mehr Toleranz gibt, weil ich finde immer, jedes Video hat seine Daseinsberechtigung und nur weil jemand ein bisschen andere Videos dreht oder ein bisschen anders ist oder ein bisschen anders aussieht, muss man nicht gleich, ja, beleidigen werden oder einen blöden Kommentar da lassen, sondern nur weil einem das Video nicht gefällt oder weil man mit dem Video nichts anfangen kann, muss man nicht gleich ausfallend werden. Und ich sage immer, jedes Video hat seine Daseinsberechtigung und für irgendjemanden auf dieser Welt wird bestimmt nützlich sein. Und ich wünsche mir ganz einfach für die YouTuber, die anders sind oder die etwas andere Videos drehen, wie zum Beispiel geistig Behinderte, die ihre Spielzeug vorstellen, warum soll das nicht für den einen oder anderen nützlich sein auf dieser Welt? Also es wird sicherlich den einen oder anderen auf dieser Welt nützen, wenn er da ein bisschen Bescheid weiß. Sei es jetzt für die Kinder oder für sonst wen. Ich finde immer, jedes Video hat seine Daseinsberechtigung und jedes Video macht ja auch Arbeit und nur weil einem das Video nicht persönlich nicht gefällt, muss man nicht gleich ausfallend werden oder beleidigend werden, sondern, ja, das hat auch, wie gesagt, Arbeit gemacht und das hat auch seine Daseinsberechtigung. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Toleranz für Leute, die jetzt andere Videos drehen, die nicht so alltäglich sind, oder für Leute, die einfach anders aussehen oder anders sind, sei es jetzt vom körperlichen her oder vom geistigen her, dass es da mehr Toleranz gibt und ja, nicht gleich immer so beleidigt wird, sondern dass man sich vielleicht mal ein bisschen überlegt, wie das für den anderen ist, bevor man irgendwas schreibt oder so. Weil es ist immer einfach, euch einen Kommentar zu schreiben und denjenigen das nicht ins Gesicht zu sagen. Es ist immer einfach, euch einen Mist hinzuschreiben und sich dann, sag ich mal, wieder von Acker zu machen. Also ich wünsche mir da einfach mehr Toleranz, weil, wie gesagt, das hat auch seine Daseinsberechtigung und für irgendeinen auf dieser Welt wird nützlich sein. Jo, und das sage ich mal, das war's dann erstmal wieder von mir für euch für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.